Wo ist C of Thieves? Da ist C of Thieves. So, das können wir ausmachen. Warum ist das nicht auf Stopp? So, man sieht etwas. Ja, Grimm, du bist der Beste. Wenn du nicht, wenn du nicht so wärst, wie du wärst. Falschgeld wird überprüft. So, oh mein Gott, ich muss mal wieder in meinen Schneidersitz gehen und ich will... Seht ihr meinen Kanisterkopf? Ja, Grimm. Warst du schon? So, warten auf Segel setzen. Grimm. Das Spiel um die Anker zu... Ach so, wir warten ja jetzt, dass Libby eigentlich, oder... Wir könnten eigentlich warten, der ist noch nicht... Der braucht nicht mehr so lange. Okay. Wir können aber über ihn ablistern, während er streamt. Oh mein Gott, guck mal, wie der spielt. Das geht ja gar nicht. Ich habe ihn gar nicht offen. Warte, ich muss es mal wieder aufmachen. Ich hab schon... warte. Ihr seid... Ja, oh ich hasse Gott, euch. Ich hasse oh euch. Oh mein Gott, er weiß nicht mal, wo das Heck ist. Schaut, wie er schaut. Das ist ein Schiff. Leute, wo seid ihr? Ich sehe hier eine Rock... Verlaufen. Ein Rockchor? Warum heißt du auf einmal Rockchor? Mann, war das irgendwie noch mein... Ich weiß es nicht, man kann das nicht ändern. Ich habe es eigentlich auf Roxy geändert, aber... Und da muss man irgendwie Geld bezahlen, um das zu ändern. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Wegen Xbox, Namensänderung, weißt du? Leb damit, das ist okay. So, hallo, alter Mann. Hallo, Grimm. Ja, hey. Hallo? Na, junge Frau. So, wie geht das denn hier nochmal? Moment. Wo ist das Zelt? Das ist so. Ich such das Zelt. Wie kann ich denn... Da ist das. Okay, ich mach das schön. Ich hab das Zelt gefunden. So, habe ich alles richtig eingestellt, Leute? Hört ihr was? Man brauchst du Geld für die Namensänderung? Tommy! Gold Hoarders. Mit Henry, dem Sammler, sprechen. Ja. Seefahrt kaufen. Was? Auf der Suche nach glitzerndem Gold. Das kann ich kaufen. Auf der Suche nach glitzerndem Gold. Ja, bitte. Lass mich deine Münzen zählen. Ja, das ist für umsonst, Mann, ey. Grimm, bist du auf dem Klo? Nein. Kannst du bei Seefahrt am Kapitänstisch deines Schiffs... Ich hab mir einen Schnauzer gemacht, Hallöchen. Wo ist unser Schiff? Wie findest du meinen Kanisterkopf? Schiff. Ich habe einen schönen Kanisterkopf. Ja. Geh mal in die Kleider drüber, mal schauen, ob ich was Schönes finde. Irgendwas Nettes zum Anziehen. Ich brauche mal ein Hemd. Aber Grimm, du kannst es tragen. Bleib doch so. Mhm. Aber warte. Oh nein, der sieht doch viel besser aus. Schauen wir es an. Wo bist du hin? Hallo, das? Hier. Oh, geil, ey, der Moustache, ey. Magnum. Oh, yeah. Einmal ist gratis, aber... Ente, ich habe keine Xbox oder irgendwie sowas. Das ist wirklich irgendwie nur Microsoft und darüber habe ich mir... Du darfst mir gerne schicken, wo, weil in dieser Oberfläche finde ich mich überhaupt nicht zurecht und es ist nicht meine Schuld. So. Ja, also wir können Dinge tun und, ne? Leute. Ja, hi. Komm mal hier. Komm mal an den Tisch hier. Ja. Ah ja, genau. Man kann ja hier Missionen vorschlagen. Stimmen. Ja, ich habe eine vorgeschlagen. Seemannsgarn habe ich schon mal gespielt. Ja, keine Ahnung. Wir nicht. Warum gespielt? Wir sind Piraten. Hier spielt niemand. Es geht um Leben und Tod. Ja, ich bin bei... Ach, ich habe beide hier die gleiche. Der Schleierwand Kapitel 3 bin ich schon. Das ist uns doch egal. Mein Gott, boah, Libby, sag mal, sollen wir zusammenspielen oder ist das hier nur ein Gedisse? Das hilft mir nicht. Okay, dann macht irgendwas und sagt, was ich machen soll. Das ist mein Bett. Das ist mein Bett. Ich lieg schon. Grimm, ist das dein Lieblingsholz? Du und dein Holz. Ich weiß bloß, wie ich es weglegen kann. Also ich spiele es ja mit Controller, ich weiß es gerade noch nicht. Sag mal, Libby, was machst du? Ich sehe das gerade im Stream. Der schläft in meinem Bett. Steh auf. Jemand hat in mein Bettchen geschlafen. Oh mein Gott, wenn man uns zusammen in diesem Bett erwischt, Libby, was wird deine Frau dazu sagen? Steh jetzt auf. Was würde wohl Grimm dazu sagen? Was ist hier los? Grimm. Wer liegt in meinem Bett? Grimm. Das heißt, wir machen jetzt keine Mission, oder was? Doch, doch. Aber doch, selbstverständlich, wir müssen abstimmen. Ja, eben. Und ich bin aber bei Kapitel 3. Aber ich weiß nicht, was ihr da stehen habt. So. Ich habe nur zweimal glitzerndes Gold. Aber okay. Weißt du, Ultes Totem wird den Weg zum Schleierbahn öffnen. Aber Schleierbahn haben wir schon zu Ende gespielt. Boah, ich bin leider auch richtig lost in diesem Spiel. Also ich bin der Captain, aber ihr dürft gerne sagen, was wir machen wollen. Und dann sage ich, ist okay. Oh, das ist aber ein lieber Captain. Also,
Genau, Roxy ist Captain, ihre Entscheidung. Ich weiß nicht, ich kann jetzt einfach mal... So. Was ist? Grabe den auf der Karte markierten. Ich habe jetzt einfach... Guckst du dir das an? Oh, das hast du sehr schön gemalt. So, du hast jetzt noch 3 Sekunden. 2, 1, jetzt ist es wieder meine. So. Also, wir müssen auf eine längliche Insel, die aussieht wie... Haben wir denn alle das angenommen? Ich will nur einmal sicher gehen, Leute. Eigentlich ja. Grimm, eigentlich, wo bist du? Ja, Moment. Ich bin hinten in der Truhe. Hallo. Okay, jetzt... Ah, guck mal, jetzt erst. So. In der Liebe. Ah. Tja. Und was mit meiner Schatzkarte? Da geht's doch auch um Liebe, oder? Oh, das Liebe und Gold. So, Ankerlichten. Ich suche auf der Map die Karte, aber ich finde sie nicht. Warte. Wo ist die Karte? Ich suche. Nee, so geht's nicht. Ich muss einfach mal, ich weiß, ich bin... Glaube, ich habe die Karte gefunden. LB gedrückt. Achso. LB. Da unten ist was anderes. Ich bin so null in der Steuerung. Ich weiß, dass man auch irgendwie schneller hier machen kann. Ist das schneller? Nö. Ist das schneller? Nein. Ist das schneller? Nein. Ich hab die Insel gefunden. Kann ich sie markieren? Ich glaube nicht. Wir müssen, wenn wir losgefahren sind, müssen wir die erste rechts. Und dann ungefähr... Die erste rechts. Oh nein, lass den Anker wieder runter. Und dann müssen wir ungefähr 30 Kilometer geradeaus und dann kommt schon die Abfahrt. Grimm ist der Navigator. Ich bin nur der Captain. Ich habe nur das Sagen, aber ihr müsst mich überall hinbringen. Ich bin der Koch. So, hier, mach mal. Die Segel setzen. Ihr Landratten. Ich bin das Navi. Ich bin das Navi. Ja, du bist der Navigator. Es ist okay. Ja, dann Segel setzen oder wie war das? Nee, ich mach das. Segel setzen. Du musst es machen und du musst sagen, in welche Richtung. Ach, du hast gesagt, wir sagen, was zu tun ist. Du bist zwar der Captain, aber... Genau, und ich segne das dann ab. Aber ich gebe natürlich die Befehle. Ihr sagt so, wir müssen zu der und der Insel. Bei der nächsten Möglichkeit bitte rechts. Ich sehe nix. Ich sehe wirklich nix. Nach rechts. Ja, ich habe das Segel vor mir übrigens. Ne? Also ich bin wirklich davon abhängig, dass ihr mir ein bisschen was sagt. Norden. Ja, damit kann ich arbeiten. Himmelsrichtung, weil wir haben ja hier einen Kompass. Pirat Grimsaru, ich habe auf dem Tisch die Karte, die Insel markiert. Du sagst Norden, ne? Ich steuere jetzt auf Norden zu. Korrekt. Sehr gut. Perfekt. Super. Und jetzt 30 Kilometer geradeaus. Ja. Wir haben ein Drittel der Strecke schon geschafft. Ich möchte noch geradeaus die Gaffa. Was kann ich eigentlich noch hier machen, außer dir jetzt zugucken? Du kannst... Ist das eigentlich Friendly Fire? Was habe ich denn jetzt gemacht? Hör auf, was immer du auch machst gerade. Also ich... ich muss selber mal gucken. So. Wo sind denn... Oh, ich weiß nicht, wie ich das finde. Aha, okay. Gib mir einen Keks. Sind wir noch richtig? Wir weichen da wegen vom Kurs ab. Ja, ich kann gerade nicht. Wir fahren nach Westen, ne? Wir müssen noch nach Norden. Wie geht das nochmal? Warum geht das nicht? Okay, ich muss doch mit dem Dingens, das ist scheiße. Ich dreh nach Norden, aber irgendwie will das Schiff nicht. Es ist ein bisschen zu krass gerade. Oh nicht, Mann. Ihr sollt lenken und koordinieren, nicht Musik spielen. Also ich bin über Bord gegangen. Ihr seid so hilflos. Ich bin über Bord gegangen. Nein, das ist nicht schlimm. Nein, das ist nicht schlimm. Ich komm zurück. Über Bord. Nein, also ich komme... Captain über Bord. Roxy! Oh, Grimm ist da. Schön. Roxy! Hallo, ihr seid jetzt nicht vom Bord gegangen. Grimm, der, du Roxy. Weißt... Oh nein, wisst ihr, was das bedeutet? Ich musste ohne Meutern. Oh, fuck. Ja, aber es kommt gleich... Bin ich jetzt der Captain? Du musst ich bin machen. Jetzt nein. Der Captain. Grimm, jetzt gleich da ist diese Meerjungmannfrau da. Licht in den Anker, Nein, alleine. Nein, er muss gar nichts machen. Wir sind jetzt gleich wieder auf dem Schiff. Hier schwimmt zu dem... Ich bin schon mit der Meerjungmannfrau hin und... Boah, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das geht. Meerjungfrau-Mann? Ja. Und wo ist der Blaubeerspugel? F. So. So. So, haben wir hier gemeutert. Das wir geht schon gar nicht. Was ist denn los? Zack. Hallo? Ich check mal die Kurse, dass der uns wieder irgendwo hinbringt. Dieser Kurs. Sind wir schon richtig?
Sind wir schon richtig? Ja. Denn nochmal? Boah, ich bin so los. Müsste voraus sein. Land voraus? Ich sehe noch nichts. Wie geht das nochmal mit Anker werfen, um Schiff anzuhalten. Da rechts ist unsere Insel. Was machst du, Rock? Da rechts gucken. Ja, perfekt. Let's go! Das ist unsere Insel. Haben wir ein Beiboot? Na, was war das denn für ein Furz? Das war die einzig richtige Reaktion auf diese Frage. Du zuerst. Was müssen wir denn machen? Was müssen wir, Captain? Sie sind doch mein Captain. Ja, ich muss nur... Captain, mein Captain. Da hinten leuchtet was. Die erkunde die Insel, da wo jetzt landet, links. Da wo die Steine sind. Da wo der Baum ist, dieser verdorrte Baum. Ja. Da müssen wir hin. Ich komme mit. Oh. Ich wollte eigentlich schon wegsegeln, aber... Wir kommen eh hinterher. Unter Wasser sieht es eigentlich auch voll cool aus. So, ich muss... ich komme hier. Nutze die Karte. Geh mir nicht um Sackspiel. X, was? Benji ist wieder da. Hallo, willkommen zurück zu unserer... Ich bin überfordert. Piratischen, chaotischen... Was macht ihr denn? Hat keiner von euch eigentlich die Karte in der Hand? Nö. Das sind kleine Schweinchen. Ich bin Koch. Kleine Schweinchen ist Fleisch. Man kann tatsächlich, wird es Quests geben, wo du Schäfchen, Schweinchen oder Hühner fangen musst. Und dann gibt es Käfige. Kein Schweinchen. So. Ich bin gerade noch... Wo macht man denn... Okay, da ist der Eimer. Ich kann mir das überhaupt nicht merken. Grimm, wo bist du? Ja. Ich bin noch hier richtig, oder nicht? Grimm, so. Grimm, guck Captain, mal. Captain, was ist wasch los? Dich mal, du Schwein. Ich bin so feucht. Ich bin so feucht. Du bist ja ganz nass, geh dich aus. So, trotzdem bin ich gerade aber ein bisschen... okay, das ist Captain, das. Mein Captain. Was? Captain, ich habe etwas gehört. Happy ein Hinweis. Und er versteckt sich im Happy Sand. Du nutzt es. Hallo? Ohne mich Spaß. Ich löse hier den Fall und ich mache irgendwas Doofes. Nein, ganz ehrlich, auch den Fall. Ich auch, hey. Nein, ich bin tatsächlich, muss ich gerade irgendwie mal ein bisschen wieder in die Steuerung reinkommen. Achtung, Achtung. Achtung, ey, bitte, Achtung. Bitte, schau mal, dreh ich mal um. Ist das bescheuert? Oh, ich habe mir selbst geschüttet. Du bist so dumm. Du sagst zu mir, ich bin dumm. Ja. Das kriegst du heute noch zurück. Ich weiß, Löwe. Nee, aber ich bin gerade echt, ich weiß nicht, will ich doch lieber Controller machen? Ich bin noch nicht ganz sicher. Warum kommt ihr eigentlich an Bord? Wir haben doch noch gar nicht den Schatz gefunden. Ja, warum gehst du dann? Du hast uns verunsichert. Wir haben den Schatz. Ja, du hast den Schatz. Oh, F. Lichtet den Anker, sagt der Captain. Absolutely not. ich sag's nur, es macht immer Sinn, Kinder, es macht immer Sinn, die Kisten... im schlimmsten Fall also hier unten hinzupacken. Haben wir Wasser hier drin? Wir haben ein bisschen Wasser im Boot, ne? Keine Ahnung warum, ich weiß nicht, wer irgendwo vorgesegelt ist, aber das muss halt auch raus mit dem Eimer. Wer dann, ist gesegelt? Ach ja, der Captain. Am Ende du. Unser Captain. Also, es ist, oh Mann, ey, weißt du, das Problem ist, ich war immer die auch so den Anweisungen gefolgt ist und das zu koordinieren ist schon schwierig, ey. Ich weiß nicht, du hast vorhin erzählt, auch geschrien nach. Ich bin der Captain. Ich bin doch der Captain, dann bleibe ich auch. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich guter Captain bin. So. Ich habe immer noch gesagt, lichte den Anker. Okay, was wir tun sollten. Ich würde gerne wieder. Wir sollten jetzt zurücksegeln, den Schatz abgeben. Nein, ich möchte. Das ist unsere Aufgabe. Nein, wir werden jetzt mal hier die Kanonen befüllen. Warum? Für den Fall. Ja, weil du nicht weißt, ob irgendwie Gegner auftauchen oder gegnerische Schiffe oder sonst irgendwas. Zwischen Hannover und Bremen werden keine Piraten auftauchen. Was laberst du für eine Scheiße? So. Nee, wir sind nur 30 Kilometer gefahren. Da gibt es keine Piraten dazwischen. Es gibt andere Spieler hier. Ich sag es doch nur, ey. Mein Gott. Das Bremen, Licht in den Anker. Ich bin am Kochen. Ich mach Schweinekoteletts. Grimm, hör nicht auf ihn. Grimm, lichte den Anker. Ich koch. Ja, meine Herren. Nein, Captain. So, ich bin aber immer noch nicht. Es kann doch nicht sein hier. Okay. Mensch. So, Fun wo Fact. Geht's jetzt lang? Tommy hat Richtung einen Fun Süden, Fact ne? gedroppt. Sky. Wir müssen Richtung Süden.
So, wo ist denn das Wichtigste von allen? Süden? Das Zelt. Das ist das Wichtigste. So, jetzt erklär nochmal, warum die Truhe eigentlich unter Deck und nicht auf das Weil Deck. Halt andere Spieler kommen können und die sehen dann, wenn wir, sagen wir mal, recht gut beladen sind, haben die nochmal irgendwie einen Anreiz zu sagen, ey, die machen wir jetzt platt und holen uns die Truhe. Deswegen packt man es eigentlich immer nach unten, damit das halt nicht sichtbar ist für andere Spieler. Ah. Nur? Wie geht das denn? Ich suche noch... Leute, ihr wisst, was ich suche, also im Chat jetzt. Oh Gott, ist das ein Wellengang. Alter, boah, damit wäre echt übel. No, los, VR. Oh, bitte nicht. Grimm, ich habe Maden gefunden. Möchtest du Würmer? Ich angel gerade. Wozu brauche ich zum Angeln Würmer? Warum? Ich habe doch gar nicht so viele Möglichkeiten hier. Doch, Kanonenladen. Ja. Los, Rockcore. Du bist dazu da, um Kanonenkugeln zu schleppen. Kannst mich mal. Du hast vorhin meinen Stream missbraucht. Hä, weil gar nicht. Ich hab dich missbraucht. Sagen wir so, wie es ist. Guck mal, ich liebe den Stream missbraucht. Du wurdest missbraucht. Eben. Was stehst du hier wieder vor mir? Ich tanze für dich. Ich sehe nicht den Kurs. Oh, ist das nicht schön? Los, schmeiß mir Geld zu. Okay. Guck mal, mein Bauchnabel. Ene, mene, mu und raus bist du. Oh. Nicht getroffen. Ich hab zu schnell getanzt. Wir verlieren den Kurs, wenn ich's loslasse. Wir müssen Richtung Süden. Wieso machst du eigentlich meinen Style nach? Zieh die Jacke aus. Aber das machen Fans so. Die kleiden sich wie ihre Idole. Ist schon okay. Wir Grimm, sind was machst du? Grimm? Wir sind schon in unserer Insel. Oh mein Gott, du kochst wirklich. Wie geil. Natürlich koche ich. Oder? Ja. Ich habe unseren Heimatort gefunden. Hab ich etwa wirklich keinen? Hab ich nicht? Mehr. Leute. Ah, müsst ihr echt so einen alten Mann so was antun? So viel Stress, das verkraftet mein Herz nicht mehr. Kann man die Scheiße trinken, ey? Warum geht das nicht? Mit Controller ist es echt schwierig. Ah, ist das schön. Ist so schön. Ein Schweinekotelett. Wir müssen die... Alter, keiner kümmert sich hier um das... Grimm, ich geb dir einen Tipp. Du trinkst jetzt sehr, Hallo? Sehr viel und dann gehen wir hoch zu Libby. Wie kann ich... Ich ja, weiß schön, aber nicht, was du machen willst. Wie kann ich denn das Segel raffen? Raffen? Ich möchte das Segel raffen. Keiner hilft. Mit W. Okay. Mann, wir sind fahr doch mal ordentlich da oben, das schwankt hier schon wieder den, so. Ja, was machst du da? Anker. Machst du schon wieder? Komm mal, no. Und noch mal wegen der Bade. Wir sind doch da. Warum sind wir schon daheim? Na, weil der ist. Ruhe ich schaff's gleich wieder nicht, die Treppe hochzugehen. Wo ist mein Fleisch? Grimm, du musst wirklich viel trinken, das weißt du, oder? Ein bisschen Pfeffer. Dann wird's schärfer. Grimm, du weißt, dass du ganz viel trinken musst, ne? Also ich schaff's dann meistens nicht mehr, die Treppe hochzukommen. Welche Treppe? Wann geht's denn mal los? Wo ist unser Schatz hin? Warum geht's immer mit Kotzen? Den hab ich versteckt. Ah, hier ist er, ne? Oh Mann! Ich will mitmachen! Ich will mitmachen! Ah, wo ist er? Warum, wo seid ihr? Wie scheiße habt ihr denn hier angelegt? Das kann man doch. Wo ist mein Mann? Wie scheiße. Das sagt der Captain, die unten bei der Küche steht. Komm nicht runter! Nichts geschissen gekriegt. Oh Gott, das ist so eklig. Schütt einfach nachschütten, Roxy. Einfach nachschütten. Ich komm nicht dran. Hilfe. Das ist so scheiße. Erstmal. Das Schlimme ist, ich kotze meinen Krug und trinke wieder raus. Ja, das unendliche Bier, wer kennt es nicht? Mein Fleisch. Und ich komme immer zu meinem Fleisch. Oh, ich sehe nichts mehr, ich habe mir ins Gesicht gekotzt. Das ist verbrannt. Aber wo ist jetzt die... So. Alter, wo ist die Schatztruhe? Kotz. Ja, Mann. Grimm, komm her. Grimm. Wo bist du? Hier. Yeah. Nein, gut. Oh Mann, warte. Ich wollte dich mit meiner Kotze. Du kannst in den Eimer kotzen und das dann rumschütten. Da. Oh Mann, bleib doch mal stehen. Grimm, komm her. Libby, guck mal. Mann, ich hab mich selber angekotzt. Sehr gut. Warte. Nein! Alter! Damit kann man nicht. Ich liebe diesen Auftrag. Hört auf mich!
So, okay, mir geht's, glaube ich, langsam besser. Was? Hier ist doch jetzt die Kiste, die oder nicht? Nee, gefunden. Das ist. Endlich habe ich sie gefunden und jetzt wird dieser blöde Auftrag abgeschlossen. Wir sind ein richtig gutes Team. Aber man kann wirklich, ich meine, wenn ich jetzt nicht so besoffen wäre, würde ich jetzt hier mal ein bisschen näher dran fahren. Aber das ist ja. Kann man. Ein Grimm, Grund, das nicht mehr mit denen zu spielen. Grimm. Wird gar nicht auf Team erreicht. Ja. Kannst du mal den Anker lichten? Das möchte ich abflusen. Bist du noch da? Ich lichte den Anker. Mach mal, weißt weil du, dann. Wir parken mal ein bisschen. Aber die näher. Die Roxy, die macht die gar nichts. Warum lästerst du jetzt über die arme Benji? Hallo? Weil die Benji über dich lästert. Was? Benji! Grimm, komm, wir hauen ab. Oh, ich will ein Pirat sein, Erfolg. Genau. Sprich mit dem Vertreter der Handelskompanie, um dir die Angebote anzusehen. Du kannst Seefahrten kaufen, die zu zweit im Goldsammlerschatz führen. War das Scheiße, mein Captain. Oh, nein, warte. Captain, mein der Koch Captain, kann nicht lenken. Nein, ich mach das, lass mich. Mann. Der Koch kann nicht lenken, da geh halt hin. Ja, das ist ein großer Felsen. Ich meine, das ist so ein richtig Captain Manu. Ein Manu. Bin ich schon weg? Wenn ich weggucke, existiert er nicht. Ich will ne? Ich will richtig parken. Das wird nichts, ich sag's euch. Liebe, jetzt hör mal auf, das Spiel richtig zu spielen. Wo ist mein Schiff? Warte, ja, wir kommen. Schiff, nein, wir kommen. Wo warte. Ist meine Black Pearl? Meine Black Pearl. Okay, jetzt sind wir weg. Ich bin so dumm. Ich schütte ständig das Wasser in mein Gesicht anstatt raus. Da hinten ist meine Black Pearl. So, wir hauen Black jetzt ab. Das ist meine Black Pearl. Nein. Boah, du bist wirklich Barbossa und ich bin Captain Jack Sparrow, ey. So, du klaust mir immer mein Schiff. Nein, du, gleich kommt der Seemann und dann kannst du, also der Meerjungmann. Ja, super. Und der, ja, und dann fährst du dahin, läufst, schwimmst dahin und dann bist du wieder auf unserem Schiff, auf meinem Schiff. Sorry, ich habe mich vertan. Den Witz verstehe ich nicht. Ich habe wenigstens das Ansehen. Ich gehe in die Küche, ab in die Küche. Ah, ich bin erfolgreich und du stehst in der Küche hinterm Herd. Warte mal kurz, wo ist er denn? Was denn? Ich kann ihn sehen. Dieser Trottel. Nein. Der Trottel. Nein, stopp. So, okay. Was ist der Plan? Ich bin jetzt, der Plan war einfach, Libby, hast du schon den Meerjungmann? Nein, ihr fahrt nicht weit genug weg. Ja, komm, wir bleiben jetzt hier. Nein, wir holen dich ab. Komm, ja, holen ab. Ja, es ist ja der Plan. Ich lenke ja schon ein. Belle, kannst du schon mal neue Missionen holen? Genau, mach mal. Ich habe schon eine. Mach dich sinnvoll. Ich hab mich schon sinnvoll gemacht. Ich finde, Libby L könnte sich wirklich ein bisschen mehr einbringen in das Spiel. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Oh. Ja. So ein Chaos-Spiel ist, glaube ich, echt nichts für uns. So. Wir kommen jetzt zurück. Ja, warte mal. Welches ist das traurigste Instrument? Oh, das Lied, ich liebe es. Das ist so. Das ist voll schön. Und dann können wir ja wirklich, wenn ich jetzt nicht lenken müsste, ach komm, ich muss nicht lenken, ist egal. Ich mache jetzt das Instrument. Was? Warte, Captain? Ja, ja. Captain? Wir weichen vom Kurs auf, schütter an die Face. Captain! Mann, ich will mitspielen, ich will nicht lenken. Warte! Das frustriert dich, dass sie so chaotisch sind, das Spiel nicht spielen und mein Schiff klauen. Frustriert es auch. Mein Schiff, okay, wir lenken wieder um. Das. Krieg ich immer voll Panik, wenn wir gegen die Klippen fahren. Baby, wessen Schiff ist das? Ihr seid vorhin vom Schiff runtergehüpft, freiwillig. Ich hab sofort, das ist mein Schiff. Ich hab unseren Captain gerettet. Ja, danke. Gerettet? Ich hab uns. Ja, ehrlich, und du hast nur auf den nächsten Moment gewartet, mich loszuwerden, Libby. Ich wusste es schon immer. Als ich dich angeheuert habe, warst du der zwielichtigste von allen. Warum kann ich nicht ein anderes Rettet? Warum bin ich schuld? Mein Fleisch ist angebrannt wegen dir. Kannst du. Das tut mir leid. Könnt ihr mir erklären, wie ich ein Instrument ausrüste? Das wäre sehr schön. Du gehst auf I für Instrument. I für Instrument, ja. Nein, du gehst auf Q und drückst du einfach auf F für Wenn ich ein anderes Lied haben will. Was glitzert denn da? Ja, Dramatic. Grimm, du könntest mir jetzt mal helfen und Segel legt den Anker. Seid ihr jetzt in der Lage, mal da... Nee, das ist irgendwie nicht so gut. Grimm, nicht machen. Und spring auf, Libby, komm! Ja, jetzt hast du es... Oh mein Gott, du bringst uns um, Grimm.
Wie? Also wenn man das so hart macht, dann kann das Schiff auch da schon mal Macken von tragen. Deswegen müssen wir immer regelmäßig gucken. Freunde immer allein. Libby, ja, komm. Richtig, Engelchen. Hast du recht. Sag mal. Engelchen geht ja jetzt auch schon fremd. Ich bin Engelchen. Trauriges Licht. Große Liebe. So. Bitte einmal Anker lichten. Bitte? Wir reden hier nicht mit Bitte. Okay, mach. Wer wurde also du niedere Kreatur. Anker lichten. Anker lichten. Eigentlich braucht keiner von euch was sagen. Das war perfekt eingepackt. Jetzt müssen wir erstmal wieder rauskommen. Ja, Rückwärtsgang. Rückwärtsgang bei einem Schiff? Nein, ich lenke. Ja, mach halt. Nein, wir brauchen Segelsätzen, bitte. Sonst bewegen wir uns nicht. Ja, mehr Segelgesetz. Oh mein Gott. Ihr seid so Engelchen, bleib bei mir. Dein Engelchen. Nur das Steuersegel. Nein, ich gehe in die Küche. Das Segel geht nicht runter. Warum geht das Segel nicht runter? Kann man Musik blockieren, dass man immer dasselbe Lied spielt? Dieses zum Beispiel hier? Ich kann jetzt nicht. Ich muss hier arbeiten. Alter. So. Mach das hier. Geh weg da! Mein Schiff! Verschwinde! Warum fahren wir nicht vorwärts? Ich will. Hab ich da eine Kanone gehört? Ja. Könnten wir bitte die Segel raffen, damit wir auch vorwärts kommen und nicht hier hinten an dem Stein schrappen mit unserem Boot? Ja, dann mach halt, du Profi. Hab ich. Grimm, was ist unser nächster Auftrag? Lass uns gucken. Alter, jetzt muss man auch noch das Schiff gerade ziehen. Ja, ich durfte ja nicht. Habe ich da gehört gerade ein Crash? Habe ich da gerade was gehört? Was macht Wir haben uns festgefahren. Oh mein Gott. Oh. Belly ist am Steuer, oder? Was machst du mit meinem Schiff? Ja, jetzt ist es dein Schiff. Das ist in Ordnung. Schiff. Ja, jetzt wo du es kacke eingepackt hast, dann darf ich wieder, weißt du? Mensch, Belly. Ah, warte mal, der Wind dreht. Oh, ja, aber mehr passiert leider auch nicht. Doch, warte mal. Doch, nein. Ich frage mal so aus Interesse. Der Anker ist aber hochgezogen. Ja. Eine gute Frage. Wir drehen uns schon. Ja, ich weiß. Was machst du denn jetzt mit diesen Harpunen? Hör auf! Oh mein Gott, du hast wirklich keine Ahnung. Wie löst man die Scheiße? Grimm hat uns super eingeparkt. Danach wollte unser Captain rausmanövrieren. Genau, und wer war nicht am Steuer? Und ich. Dahinten. Du warst am Steuer. Sehr gut. Ja, ich gehe in die Küche. Ja. Ich sag nur ganz. Na, Grimm, du musst dich darum kümmern. Wir fahren uns noch schneller. Ich bin in der Küche. Ich kann mich nicht kümmern. Ich will nach Hause. Wir müssen die Segel drehen. Ich versuche. Haben wir Gegensegel, ne? Das ist. Was ist mit dem Spiel los? Geh auf die See, haben sie gesagt. Schließ dich Hoxie an, haben sie gesagt. Das macht viel Spaß, haben sie gesagt. Warum kann ich die Segel nicht drehen? Guck mal, was ich mache. Oh Gott. Ja! Es ist die Lösung. Ganz ehrlich, jetzt ist es mein Schiff. Nein, Captain! Nimm das! Jetzt ist es mein Schiff. Captain? Ich geh jetzt hier auf meine Klippen. Vielleicht werde ich von einem Hai gefressen. Macht mehr Spaß. Das kann doch nicht sein. Ich kann das Schiff versenken. Ja, ich das ist es? Das. Versenken ist. Ja, das ist der Reset. Versenkt die Scheiße. Dann kriegen wir ein neues. Mach das. Oh Was mein Gott. Was ist das für ein Geräusch? Unser Schiff geht unter. No. Wir müssen es. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Belle, okay, warum? Haben wir das jetzt versenkt? Hallo, das wird jetzt versenkt, aber wir kriegen ein neues. Wer sagt das? Ich. Mein Schiff. Habe ich getroffen? Wo ist mein Schiff? So. Mein Schiff. Was ist los mit euch? Wo ist mein Schiff? Frechheit. Es geht die ganze Zeit nur darum, wer Captain ist. Ist echt so, ist richtig schlimm. Ja, wir müssen auf. Willst du wirklich, dass Roxy uns wieder abholt? Ich hole euch ab, kein Problem. Oh nee. Kein Problem. Ich bin not again. Wir wissen, wie abholen ausschaut. Ich hole euch ab. Ja, aber ich hab das Roxy hervor. Fährt und Grimm parkt. Ich hab das richtig gut gemacht. Oh.